Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge meines Kanalfeedbacks. Wir durchleuchten heute den Kanal von DomaTV und ich würde sagen, beginnen wir direkt, wie es sich gehört, mit Kanalbanner und Avatar. Und auf den ersten Blick sehen wir hier, wir haben ein nicht nur dunkles, sondern pechrabenschwarzes Avatar. In der Mitte groß und sehr deutlich hervorstechend DomaTV, sehr gut zu lesen, was bei einem rabenschwarzen Hintergrund jetzt auch nicht wirklich so schwer ist. Drumherum hast du einige Spieletitel, also Schriftzüge einiger Spieletitel, die aber auch sehr klein und ja ziemlich gedrungen irgendwie hier fast schon reingeklatscht wurden. Was ich wirklich sehr schade finde, hier hast du einmal The Falls, Stranded Deep, Minecraft, Heroes and Generals und Counter-Strike, also CSGO. Das sind alle Spiele, die du anbietest, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Allerdings, wie gesagt, das Schwarz verschlingt wirklich quasi alles. Hier, CSGO ist so grau in grau, also grau in schwarz, man erkennt es kaum. Und hier an den Seiten hast du so unendlich viel Platz und würde dir auf jeden Fall raten, ändere dein Hintergrundbild. Schwarz ist definitiv nicht einladend, absolut nicht. Es wirkt trist, trostlos und es weckt keine Neugierde. Wenn man ein schönes, buntes, helles Bild hat mit verschiedenen Grafiken, eventuell die Schriften hier wenigstens ein bisschen größer, also die Schriftzüge ein bisschen größer und dann ein bisschen mehr verteilt, das wäre schon um einiges einladender. Dein Avatar hast du ähnlich gehalten wie dein Banner, was den Vorteil hat, dass das Schwarz natürlich hier übergangslos ins Kanalbild passt. Also in den Banner passt. Allerdings, wie gesagt, schwarz ist wirklich, also davon würde ich dir abraten, da hast du dringend Nachholbedarf, also beziehungsweise Verbesserungsbedarf. Ich würde dir das wirklich sehr zu Herzen legen oder ans Herz legen. Aber gut, kommen wir zu den Verlinkungen. Du hast hier einmal Twitter, Google Plus, dann hast du hier einmal finde eure Lieblingskanäle. Ich hatte das, glaube ich, beim letzten Kandidaten auch schon. Dann hast du einmal deine Facebook-Seite und hier deine offizielle Homepage. Das finde ich sehr interessant, sehr schön. Gehört hier auf jeden Fall rein. Du machst Eigenwerbung für dich und das ist schön. Gut, kommen wir jetzt zu der Übersicht. Und mit Freuden habe ich festgestellt, du hast einen Kanaltrailer. Du und nicht nur das. Der ist zwar sehr kurz mit nur 18 Sekunden, aber wie man hier sieht, du bist direkt selbst in der Kamera. Du verzichtest auf irgendwelche grafischen Effekte oder sonst irgendwas, was natürlich auch schön ist, wenn man es richtig, einarbeitet ins Video. Du machst es sehr schlicht, du stellst dich halt vor, sagst, was hier auf dem Kanal zu finden ist und ich finde das wirklich sehr sympathisch, sehr freundlich, sehr sympathisch und wirklich einladend. Also da hast du einen richtig dicken Pluspunkt. Wie gesagt, also richtig gut, Daumen hoch, muss ich sagen. So, hier an den Seiten hast du einen Blick wert und dann hast du hier deine gefeatureten Kanäle, was ich auch schön finde. Dazu kommen wir eh gleich später. Kommen wir jetzt zu dem Aufbau deines Kanals. Hier hast du, also zum Aufbau deiner Startseite, hier haben wir einmal die Uploads, vertikal angeordnet, was okay ist. Dann hast du hier diverse Playlists in einer Sektion, einmal Stranded Deep, dann Counter-Strike Global Offensive. Auch schön hier mit Beschreibung, mit einer Kurzbeschreibung. Na, hallo, eine Kurzbeschreibung, was auch immer ein Pluspunkt ist auf jeden Fall. Dann hast du hier Domas Allerlei. Hier hast du irgendwie Vlogs und halt, was halt außerhalb der Displays gemacht wird. Dann hast du hier abgeschlossene und pausierte Displays. Die hast du wieder vertikal angeordnet. Was, ja, okay, ich sag gleich was dazu. Und ganz unten hast du deine beliebten Videos. Auch hier muss ich wieder sagen, gibt einige Leute, die sagen, das ist Selbstbeweihräucherung. Ich finde, das ist Eigenwerbung und Eigenwerbung gehört halt zum Leben eines Let's Players. Man muss sich halt selbst irgendwie präsentieren. Man muss zeigen, guck mal hier, wenn du schon auf meiner Seite bist, schau dir dies und dies Video an. Das sind die, wo ich viele Klicks generiert habe und da lohnt es sich nochmal extra vorbeizuschauen. Also ich finde, beliebte Videos kann ruhig drin bleiben. Ja. Allerdings, hier hast du wieder horizontal angerichtet, hier vertikal und das kommt mir ein bisschen zusammengewürfelt vor. Hier hast du irgendwie kein System. Also ich würde das wirklich überarbeiten und eventuell die Sektion hier runter, dass du dann hier halt aktuelle Uploads, irgendwie wirkt das, wie gesagt, zusammengewürfelt und nicht wirklich ordentlich. Okay, da kannst du ja selbst Gedanken drüber machen. Also ganz ehrlich, dazu wollte ich auch nochmal was sagen. Es ist natürlich Geschmackssache, ja. Der eine findet das gut, der andere findet das schlecht. Ausschlaggebend ist es natürlich aber nicht, ob jetzt jemand deinen Kanal abonniert.
ganz ehrlich, weil die wenigsten gucken halt, ja, was ist jetzt, wenn der jetzt halt so geordnet hat, dann abonniere ich ihn nicht. Das passiert in den wenigsten Fällen. Aber gut, genug zur Startseite. Ich würde sagen, kommen wir zu den Videos. So, hier schaue ich mir natürlich erstmal die Thumbnails an und dann die Regelmäßigkeit deiner Uploads. Wobei ich da gleich auch noch was zu sagen muss, weil da habe ich ein Info bekommen von dir, aber wie gesagt, dazu gleich. Die Thumbnails. Du arbeitest mit wechselnden Hintergrundbildern, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Ich selbst mag das auch sehr und mache das auch jetzt ab sofort durchgehend. Ich habe das früher immer, weil ich so faul war, immer so nur ein Bild und dann immer nur die Folgennummer dran, was ist, das ziemlich langweilig ist. Du hast es hier genauso, wie ich es mag. Die Schrift der Spiele, also Schriftzüge, sind sehr deutlich zu lesen. Die Folgennummer ist auch sehr deutlich zu lesen jedes Mal, außer hier gut, hier ist einmal Stranded Deep. Gut, Stranded Deep erkennt man noch sehr gut, hier einmal bei The Forest. Aber ganz ehrlich, man sieht ein Bild mit einem Wald. Man sieht hier irgendwo noch Rest, also Forest, man erkennt es einfach. Ja, also es ist richtig gut gehalten, muss ich sagen. Wirklich schön. Hier hast du aber irgendwie die Folgennummer vergessen, kann das sein? Ist ja aber gut, das sind so kleine Ausrutscher, die fallen nicht wirklich ins Gewicht. Und hier hast du einmal Funny Clips, das war zu der Zeit, als du irgendwie die Grippe hattest oder krank warst. Damit der Zuschauer überhaupt etwas an Videos bekommt von dir, was ich auch sehr schön finde. Und ja, also von den Thumbnails her muss ich sagen, Daumen hoch, alles sehr gut zu lesen und schön abwechslungsreich, mir gefällt's. So, kommen wir zu den Uploads. Da beginnen wir bei vor einer Woche. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir vor zwei Wochen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, aber hier haben wir ja einmal so ein kleines Intro, das zählt nicht wirklich dazu, also 8. Also das heißt im Schnitt täglich ein Let's Play. Und das hast du auch in deiner Kanalinfo erwähnt, dazu kommen wir auch gleich. Gut, ich habe das glaube ich ein bisschen spät jetzt gemacht hier. Du hast mir gesagt, du warst eine Zeit lang krank, deswegen hast du nicht so häufig irgendwie Videos hochgeladen. Das ist komplett okay, aber mittlerweile ist es ja wieder regelmäßig ein Video pro Tag und das hältst du auch ein. Gut, kommen wir zu den Playlists. Da ist die Übersicht recht, da ist es alles sehr übersichtlich gestaltet, so ist richtig. Du hast einmal die Playlist und einmal hier unten hast du nochmal abgeschlossene und pausierte Let's Plays. Hier sieht man auch, dass du jetzt noch nicht so lange aktiv bist. Du hast relativ wenig Videos, außer hier, da hast du relativ viele sogar. Aber Minecraft ist ja typisch, da kann man Videos raushauen am laufenden Band. Alles in allem recht ordentlich und ja, hier ist nicht mehr großartig hinzuzufügen, also kommen wir zu den Kanälen. So, hier, wie in jeder Folge sage ich es, hier ist der Platz für kleinere Kanäle, die jede weitere Werbung gebrauchen können, die halt ziemlich wenig Abonnenten haben. Ach, guck an, der hier wieder, der dicke Bär. Finde ich sehr gut. Jetzt hast du hier einmal Barclay, der Wahnsinnige. Der hat, ich habe mal kurz drauf geschaut, so um die 13.000 Abonnenten. Der muss jetzt nicht unbedingt hier sein. Ich sag mal so, wenn du jetzt noch nicht so lange dabei bist und nicht so viele potenzielle Leute hast, die hier irgendwie einen Platz verdient hätten, kannst du sowas natürlich drin lassen. Aber später würde ich dann wahrscheinlich ihn hier, ja, ich würde mal sagen, freundlich bitten, den Platz zu räumen, damit andere kleinere Let's Player hier ihren Platz finden, die es dann auch wirklich verdient haben. Weil ich glaube, mit 13.000, der benötigt dann nicht mehr so viel Werbung eines kleinen Let's Players, wie wir es sind. Kommen wir zu den Diskussionen. Auch hier ist es sehr übersichtlich gestaltet. Hier hat einer geschrieben und du hast prompt geantwortet. Sehr vorbildlich und auch hier sage ich wieder, liebe Leute, ganz egal, was geschrieben wird, antwortet. Wenn jetzt jemand schreibt, nur Punkt, Punkt, Komma, dann schreibt ihr als Antwort Strich. Ja, also, oder wenn jetzt jemand schreibt Marco, dann schreibt ihr Polo. Versteht ihr den Sinn dahinter? Natürlich solltet ihr das halt nicht so schreiben, aber wirklich auf jedes noch so unsinniges oder Spam, wenn es ein Spam-Kommentar ist, shit egal, einfach drauf antworten. Gut, kommen wir zur Kanalinfo. Das geht ja heute relativ fix, mein lieber Mann. So. So, hier, ich bin der Doma, im Real Life heiße ich Dominik und bin 25 Jahre alt. So, jetzt stellst du dich hier kurz vor. Erklärst du, dass du halt gerne Let's Plays geguckt hast und es dann selbst probieren wolltest, was auch sehr schön ist. Hier steht es, ich versuche mindestens ein Video jeden Tag hochzuladen. Falls es mal nicht klappt, entschuldige ich mich jetzt schon mal. So, das ist kurz, knackig, bündig. Was mir leider fehlt, ist ein Uploadplan. Ja, also hier wird nirgendwo ersichtlich, was du wann, wie oft hochlädst. Wir wissen, dass du täglich ein Video hochlädst, aber wir wissen nicht,
welches Video. Gut, das könnte man sich jetzt natürlich hier selbst raussuchen. Aber halt auch einen Uploadplan, eventuell auch mit eventuell geplanten Projekten und Spielen und so weiter. Vielleicht überlegst du dir, dass du da noch irgendwie was einfügst, weil das wird natürlich den Kanal ein bisschen aufwerten und natürlich dem Zuschauer ein bisschen mehr Informationen geben und damit auch ein bisschen mehr, ja, Struktur geben. Und Struktur ist immer sehr wichtig bei solchen Kanälen. Gut, hier unten haben wir Twitter, Facebook, Google+, findet eure Lieblingskanäle, offizielle Homepage, also all das, was wir hier auch schon gesehen haben. Beitritt am 23.12. Du bist noch, wie gesagt, sehr, sehr frisch dabei. Und ich würde sagen, bis jetzt ist eigentlich alles recht, ja, okay. Also nichts Ungewöhnliches für einen Kanal, der erst seit, ja, rund 3 Monaten dabei ist. Gut, das war es jetzt hierzu und ich würde sagen, gehen wir erstmal zu den beiden Videos, die Doma mir vorgeschlagen hat. Doma oder Doma TV? Ich sage jetzt einfach mal Doma. Da hätten wir zum einen Let's Play Minecraft Folge 1. Huch, was war das? Und als zweites Video haben wir Let's Play Hearthstone. Ich liebe diesen Namen, diesen Titel Hearthstone. Also prädestiniert für Leute mit einem kleinen Lispelproblem. Schauen wir uns erstmal an, in welcher Videoqualität du uns deine Videos anbietest. Da haben wir hier einmal 1080p, ich habe es schon umgestellt. Und bei Hearthstone ebenfalls 1080p. Das heißt Full HD. Zur heutigen Zeit optimal. Mehr muss nicht sein, weniger wäre nicht zu raten. Dann schauen wir uns mal die Titel an. Hier hast du Let's Play Minecraft Folge 1. Aller Anfang ist schwer, Deutsch. So, einmal hier das Let's Play. Das könntest du nach hinten packen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, also früher war es mal normal, dass man immer schreibt Let's Play und dann den Titel des Spiels. Das ist aber schon länger nicht mehr so. Das Let's Play kommt normalerweise nach hinten. Das heißt, hier wäre dann Minecraft Folge 1. Dann hast du hier ein Trennungszeichen, was sehr schön ist. Eventuell hättest du hier eine Stelle freilassen können. Aller Anfang ist schwer, dann Zusatztitel und hier in Klammern Deutsch. Ich würde dir raten, in diesen Klammern mit eventuell einem Komma oder mit irgendeinem anderen Trennungszeichen in den eckigen Klammern noch Full HD hinzuschreiben, weil du bietest Full HD an, das solltest du auf jeden Fall werben. Ja? Und ansonsten ist der Titel eigentlich in Ordnung. Und wie gesagt, Let's Play nach hinten. Und hier im Grunde genommen genau dasselbe. Ja, Let's Play nach hinten, Hearthstone Folge 1, dann Trennungszeichen, dann die Leerzeile. Dann dein Zusatztitel, den du geschrieben hast, und dann halt, da du hier auch Full HD schreibst, hier mit einem Komma oder was auch immer, direkt dahinter Full HD. Gut, dann kommen wir zu den Videobeschreibungen. Auch die habe ich schon aufgeklappt. Da bin ich heute schon richtig vorbereitet gewesen, ja. Hier hast du einmal Minecraft Folge 1, Playlist. Hier hast du einmal die Playlist, die du verlinkst. Dann hast du hier die offizielle Internetseite, einen Link zum Texturenpaket. Und dann hast du hier deine Social Media. Also im Grunde genommen kurz, knackig und wirklich die wichtigsten Text drin. Allerdings hätte ich noch deinen eigenen Namen ein bisschen mehr eingebaut. Kommentiertes Let's Play von Doma TV, wie man es sehr häufig mittlerweile liest. Und dann auch hier eventuell trennen unter Texturenpaket. Und dann sowas wie Doma TV auch zu erreichen unter. Und dann Twitter, Facebook und die Homepage. So dass dein Name definitiv auch hier in den Text vorkommt. Weil die SEO, also die Suchmaschinenoptimierung von Google, konzentriert sich halt darauf, was für Informationen du hier reinpackst. Und da sollte dein Name definitiv drinstehen, weil du willst ja gefunden werden. Ja. Und hier bei Hearthstone ist es ähnlich, beziehungsweise ganz genauso. Da brauche ich jetzt nichts neu zu erklären. Genau dasselbe Kartenspiel von Blizzard, offizielle Internetseite, ist gleichermaßen die Seite, wo man sich das Spiel kaufen kann. Hier, wie gesagt, mit der Trennungslinie und dann halt vor allem auch dein Name rein. Gut, dann bleiben wir jetzt erstmal hier und schauen uns die Kommentare an. Auch wieder sehr schön. Hier hat jemand geschrieben, du hast geantwortet. Zwar nicht als direkte Antwort, aber halt als extra Kommentar, als separater Kommentar, findet er mit Sicherheit auch. Ja, allerdings würde ich immer direkt antworten, hoppala, wenn es geht. Manchmal hat man auch verknüpfte Kommentare, auf die kann man nicht direkt antworten. Da eventuell den Namen mit einem Plus davor, sodass du ihn markierst und dann halt die Antwort geben, sodass er benachrichtigt wird, weil so wird Zombos 222222 nicht benachrichtigt, dass du ihn geantwortet hast. So, und hier hast du hier direkt geantwortet? Ich weiß das gar nicht.
Ich doch, doch, das sieht aus, als ob du, doch, hier hast du direkt geantwortet. Wie gesagt, vorbildlich. Jemand schreibt was und du antwortest. Ganz genau so muss es sein, ganz genau so will ich es sehen und nicht nur ich, sondern auch jeder und vor allem die Leute, die hier überhaupt was schreiben. Ja, was mir noch zu sagen bleibt, ist, ich habe nachgeguckt, deine Tags, die du in der Videobeschreibung, die man hier jetzt nicht sieht, ja, aber wenn man halt das Video bearbeitet, ja, man muss ja halt die Folgenbeschreibung machen und unter dem Feld der Folgenbeschreibung sind ja die ganzen Tags, die du eingeben kannst, ja. Du hast definitiv viel zu wenig Tags, ja. Minecraft gibt es in allen möglichen Varianten. Dann schreib hier von wegen Mojang und Notch und was auch immer. Vor allem schreib deinen Namen. Du hast in deinem Text nicht einmal DomaTV, deinen Kanalnamen oder sonst irgendwas drin. Das muss alles an Informationen drin sein in den Text, weil so wirst du nur gefunden. Ja, bei dem anderen, bei Hearthstone ist es genauso. Da hast du ganz, ganz wenig Text drin und die sind wirklich sehr wichtig. Natürlich kein Erfolgsgarant, natürlich muss letztendlich das Video stimmen und mit der Zeit reift man auch natürlich. Aber wenn du von Anfang an nicht gefunden werden kannst, dann hast du da ganz schwere Probleme und da definitiv nachbessern. Schau dir andere Leute an, wie sie ihre Tags machen. Falls du nicht weißt, wie man die Tags unter den Videos herausbekommt, kann ich eventuell auch mal ein Video machen. Ansonsten einfach mal in Google, da gibt es genügend ja, Hinweis, wie man das macht. Gut, bleibt noch irgendwas zu sagen? Das und das und das? Nein, liebe Leute, ich würde sagen, das war's bis hierhin. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt zweimal 2 Minuten an. Einmal aus Minecraft Folge 1 und einmal aus Hearthstone Folge 1. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder mit meinem Resümee und ich würde sagen, viel Spaß und bis gleich. Ja, was ich auch in der letzten, die halt nicht erscheint in der Aufnahme erwähnt habe, ich bin ziemlich Autoverrückter. Und ich wollte mir ja eigentlich, wie ich es bei den WoW-Videos gesagt habe, mir ein neues Mikrofon holen. Aber mein Auto hat so ein paar Schwierigkeiten momentan, dass der Anlasser halt kaputt ist und der Wagen zum TÜV muss und dafür brauche ich auch neue Reifen. Und diejenigen, die von euch selbst ein Auto fahren, wissen das ja wahrscheinlich, sowas ist nicht gerade günstig. Deswegen wird es leider mit dem neuen Mikrofon noch ein bisschen dauern. Tut mir leid, ich wollte wirklich ein neues. Geil. Okay, das da ist nicht so geil, aber wow. Ja, ich werde mir dann, weiß ich nicht. Guck. Ja, wenn mal ein bisschen Geld übrig ist, neues Mikrofon holen. Aber erstmal hat das Auto halt Priorität, weil das brauche ich auch, um rumzufahren und dies und das. Ja. Und da ich ja, wie man es an meinen Abonnenten sieht, nochmal das Thema, nicht so wirklich damit Geld verdienen könnten, noch nicht und vielleicht auch nie, aber deswegen mache ich das auch nicht, sondern einfach, weil ich ja jetzt YouTube eigentlich für mich so entdeckt habe. Das macht Spaß, ist ein schönes Hobby, dort Videos zu erstellen. Ah, das ist ein schönes Gebiet eigentlich. Wobei ein bisschen kahl. Ja, ich sollte vielleicht mal meine Sätze zu Ende bringen, bevor ich mich von neuen Sachen ablenken lasse. Ja, wo war ich denn? Ich mache das halt auch Spaß, nicht um jetzt irgendwie Geld damit zu verdienen. Wenn, ist es schön, natürlich. Das bestreite ich gar nicht. Aber das ist halt nicht die Hauptsache, warum ich jetzt die Videos mache. Ich habe zwar Werbung eingebaut in die Videos. Ah, keine Ahnung. Mein Rechner ist auch schon seit 4 Tagen im Dauerbetrieb durch das ganze Hochladen. Das dauert ganz schön viel Zeit mit meiner kleinen 16.000er Leitung. Ja, mach's noch stärker, genau. Wenn ich das jetzt mal feindlichen Tina 3 Schaden zu Das kann ich nicht ernte. Wieso tun. kannst du das nicht tun? Der Gegner muss über mindestens 2 Diener. Ach so. Ich frage mich, ob. Ach Mann. Erhält plus eins für jeden anderen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld. Dschungelpanther Verstohlenheit.
Der Hundemeister verleiht einen Wildtierspott, aber ich habe kein Wildtier. Der Forstwolf-Clan ist bereit. So. Umarmt mich lang und fest. Ja, die Frage ist, ach, ich bin ja auch blöde. Oh, nein. Ja, wie man sieht, habe ich keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Stell mich einfach nur schlecht an. Spott, oh Gott, die kenne ich gar nicht, die neue. Ach, das ist von diesem Gnomen-Addon, was rausgekommen ist, ne? Gnomen und Goblin. Autsch, das hat wehget. Ah, warte mal. Legt euch nicht mit so. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Das waren 2x2 Minuten aus den beiden Videos von Doma. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zu meinem Resümee. Aus technischer Sicht gibt es da einige Dinge, die ich gerne ansprechen möchte. Du bietest in 1080p an, das ist gut, das ist löblich. Es gab auch nicht irgendwelche Stirn oder irgendwelche Verpixelungen. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, was für einen Rechner du zu Hause stehen hast. Allerdings scheint es mir so, als wäre das jetzt nicht unbedingt der Porsche unter den PCs, die momentan auf dem Markt sind. Das hat man vor allem bei Minecraft gemerkt. Da hat man relativ häufig die Probleme mit den Chunks gesehen, die nicht richtig nachgeladen wurden. Mir kam es so vor, als hättest du die Sichtweise höher gestellt, als ein PC imstande ist, diese schnell genug darzustellen. Ja, deswegen gab es auch sehr häufig diese Probleme. Und ja gut, bei Hearthstone hat es jetzt bei der Gegnersuche einmal sehr stark geleckt. Jetzt weiß man nicht, ist das Schuld vom Server vom Blizzard oder halt die Internetverbindung oder war es halt wegen deinem PC. Einige Animationen bei Hearthstone waren ja teilweise ein bisschen verzögert und ja, da hat man schon gesehen, dass man da eventuell ja vielleicht die Grafiken runterschraubt, die Grafikeffekte und so weiter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was im PC du stehen hast, allerdings ist einem das schon aufgefallen. So, kommen wir zur Audioqualität und hier muss ich leider sagen, merkt man sehr deutlich, dass du definitiv ein neues und vor allem natürlich auch gutes Mikrofon benötigst. Es hat fast den Anschein, als würdest du mit einem Headset aufnehmen, kann das sein? Deine Stimme war zwar klar, allerdings oftmals auch entweder dumpf oder es war ein Rauschen oder ein Knacken zu vernehmen, dann war die Lautstärke auch nicht wirklich konstant. Sie war im Großen und Ganzen natürlich dem Spielsound angepasst, also sowohl bei Hearthstone als auch bei Minecraft. Man hat dich gut hören können, allerdings, wie gesagt, die Qualität hat sehr gelitten. Und das hast du ja auch in deinem Minecraft-Video angesprochen und gesagt, dass du dir noch ein neues Mikrofon holen möchtest, sobald du das Geld dafür übrig hast, weil du dies aber momentan nicht kannst, da du Anschaffung für dein Auto noch vor dir hast, was natürlich verständlich ist. Allerdings, ja, wie gesagt, sobald du wirklich ein bisschen Geld locker hast und du dein Hobby aktiv weiter betreiben möchtest, würde ich dir wirklich definitiv zu einem neuen und vor allem auch guten Mikrofon raten. Ja, so viel zum technischen Aspekt und ich würde sagen, kommen wir direkt zu deinem Kommentarstil. Eines vorweg, deine Stimme gefällt mir an sich relativ gut. Du bist klar und deutlich zu vernehmen, du hast eine deutliche Aussprache, eine sehr ruhige Stimme, alles richtig angenehm, für mich persönlich jetzt. Allerdings merkt man dir natürlich noch an, dass du relativ neu dabei bist. Vor allem zum Zeitpunkt der Minecraft-Aufnahme war dein Kanal gerade mal eine Woche alt und ja, da hattest du natürlich noch die Eierschalen hinter den Ohren und deswegen fallen jetzt die nächsten Worte vielleicht nicht ganz so schwer ins Gewicht. Da hast du ja noch den Welpenschutz. Nichtsdestotrotz, bei deinem Minecraft-Video hat man das Gefühl gehabt teilweise, dass es kein Let's Play ist, sondern mehr ein Let's Talk, ja? Weil da einfach nicht viel passiert ist, außer dass du komplett die ganze Zeit nur rumgelaufen bist und einen Ort gesucht hast, um dich auszubauen. Hier ein Tipp von mir, vielleicht für Minecraft Reloaded. Such dir vorher offscreen eine Map aus, die richtig schön ist, wo du direkt relativ zu Beginn sofort dich ausbauen kannst. Schreib dir den Seed auf und nutze den, wenn du das Let's Play anfängst. Ja, die Leute können ruhig sehen, wie du den Seed eingibst, halt per Copy-Paste. Und sag ihnen auch, dass du offscreen vielleicht dir eine Map rausgesucht hast, die richtig schön ist.
Sodass du da halt nicht mehr, dass du verdammt bist, erstmal stundenlang durch die Botanik laufen zu müssen und dir einen schönen Platz suchen zu müssen. Ja, also ich habe es so gemacht und es war ja eigentlich eine gute Entscheidung. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der halt auch gerne mal ein Minecraft-Let's Play macht. Kommentiert hast du relativ durchgehend. Du hattest kaum Pausen. Du hattest aber auch immer Themen. Wenn du keine Themen hattest, warst du natürlich streckenweise ein bisschen ruhig. Was aber wie gesagt nicht schlimm ist, du warst da relativ neu, du hast mir immer nur die, sowohl bei Minecraft als auch bei Hearthstone, die erste Folge deines Displays gezeigt. Das sind jetzt auch mittlerweile, ja, rund 3 Monate vergangen. Und ich denke mal, da hast du dich natürlich um einiges gebessert. Jeder braucht halt seine Zeit. Und ja, also von daher, Minecraft war okay soweit. Bei Hearthstone allerdings, ich bin schon fast dazu geneigt, falls sich das bis jetzt noch nicht geändert hat, dass du Hearthstone vielleicht doch nicht Let's Playst, weil hier hat man sehr oft das Gefühl, dass du damit zu sehr beschäftigt warst, zu gucken, was macht der Gegner, was machst du, als dass du das richtig kommentiert hast. Und ich als Nicht-Hearthstone-Spieler, der sowieso keine Ahnung habe, was da abläuft, der kriegt zu wenig Informationen über das Spiel oder über das, was du machst oder aber der Gegner macht. Mir wäre es lieber gewesen oder angenehmer gewesen, wenn du deine Züge besser kommentiert hättest. Dass du sagst, so, jetzt nehme ich diese Karte, weil. Und dass du dann erklärst, damit kannst du den und den blocken, den angreifen oder den in der nächsten Runde eventuell, was weiß ich. Also du weißt, was ich meine, ja? Und, du hast zwar hier und dort kommentiert, aber es waren auch sehr lange Pausen, das hat man gemerkt. Ganz einfach, weil du halt selbst nachgedacht hast und weil Hearthstone an sich einfach nicht viel zum Kommentieren bietet, wenn man nicht tatsächlich nur die Spiele, die Spielzüge erklärt, und das war da leider nicht der Fall. Also entweder versuchen, wirklich da in der Richtung hin zu moderieren, oder aber vielleicht doch mal irgendein Spiel, was ein bisschen dankbarer zu Let's Playen ist, spielen. Das wäre so meine Empfehlung. Und ja, ich würde sagen, das war's im Großen und Ganzen. Wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben da. Du bist gerade mal frisch dabei, rund 3 Monate. Da geht noch einiges. Lass den Ding Zeit. Gut Ding will Weile haben, man weiß es ja, und man wächst natürlich an seinen Aufgaben. Da geht noch einiges. Und ja, wie gesagt, überleg dir das mit Hearthstone. Und vor allen Dingen überarbeite deinen Kanal. Die Sachen, die ich dir ans Herz gelegt habe, beschäftige dich damit, setze dich damit auseinander, wenn du wirklich dein Hobby weiterführen willst. Wenn du gefunden wirst, denk vor allem an die Tags in der Videobeschreibung. Also nicht die, die jeder Zuschauer sehen kann, sondern die, wenn du dein Video bearbeitest, halt unten die Schlagwörter. Da muss viel mehr rein. Und du hast auch im Minecraft-Video auf die Abonnenten angesprochen, die bis jetzt noch nicht wirklich da sind. Auch da, gut Ding will Weile haben, und wenn du deinen Kanal insoweit optimierst und auch natürlich die Text reinbringst und wenn du dich halt aktiv auch in diversen Let's Play Foren herumtreibst und auch irgendwo aktiv Kommentare schreibst, so dass man dich sieht und dann halt auch automatisch vielleicht aus Neugierde auf dich klickt, so kommst du nach und nach natürlich an Leute, die dich eventuell abonnieren. Und dann gibt's auch die Mundpropaganda und dann läuft alles wie von alleine. Wie gesagt, gut Ding will Weile haben, nichts überstürzen. Denn wenn du wirklich mit dem Kopf durch die Wand willst, dann bist du definitiv zum Scheitern verurteilt. Da sind schon einige dran gescheitert und da gibt es auch leider keine Ausnahme. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen recht ordentlicher Kanal, ausbaufähig, aber aufgrund der Tatsache, dass du gerade frisch dabei bist, kann man da noch ein Auge zudrücken. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war's, lieber Doma. Ich hoffe, dir hat das Feedback gefallen, als auch geholfen. Und ja, ich würde sagen, es ist Zeit für die Abmoderation. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls dem so ist, teilt und liked dieses Video. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Folgt mir auf Facebook, Twitter und Google+. Abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen, und ich würde sagen, mit diesen kurzen und knackigen Worte verabschiede ich mich auch wieder für heute, bis in einem meiner nächsten Videos oder aber dann bis spätestens nächste Woche, wenn es wieder heißt Nemesis Kanalfeedback. In diesem Sinne alles Liebe und alles Gute. Ciao!